Übrigens, in der Schweiz haben Rechtspopulisten schon viel länger Erfolg als im Rest von Europa. Trotzdem kann man vor Schweizern einfach keine Angst haben, finde ich. Ich habe mir sogar eine eingeladen. Hazel Brugger, meine Damen und Herren. Hazel, schön, dass du da bist. Ja. Was mich interessieren würde, wie schätzt du als Schweizerin, als Außenstehende die Lage in der EU gerade ein? Berührt euch Schweizer sowas überhaupt? Nö, also mich schockt das alles eigentlich überhaupt nicht. Die Schweiz hat schon seit Jahrzehnten eine solide rechtskonservative Partei und dagegen können diese ganzen EU-Pfadfindervereine eigentlich einpacken. Also, die Schweizer haben auch nicht jetzt erst wieder mit dem Nationalismus angefangen, wo die Leute den Schock vom Zweiten Weltkrieg langsam überwunden haben. Der Zweite Weltkrieg oder wie er auf Schweizerdeutsch heißt, hä, welcher Krieg? Oh, danke für das Gold. Nein, also für mich ist das auch immer eine Beleidigung, wenn ich höre, dass die AfD sich die Schweizerische Volkspartei zum Vorbild nimmt, weil unsere Rechten sind halt einfach viel professioneller. Da kann so ein unorganisierter Aluhuthaufen nicht mithalten. Ja, aber wie kann das denn sein, dass die Schweiz zu fast einem Drittel rechtskonservativ ist? Ihr geltet doch immer so als neutral und vor allem nett. Ja, die Leute interpretieren das immer als Nettigkeit. Die Schweizer sind so höflich und so nett. Ah, und diese direkte Demokratie, wie nett. Und dann noch der Dialekt, wie nett, nett, nett. Dabei haben die Schweizer einfach keine Eier dazu, mal unhöflich zu sein. Deswegen ist die Schweiz ja auch neutral, weil es einfach keine helvetische Führungsposition gibt, die charismatisch und leidenschaftlich genug wäre, um zum Beispiel mal einen Genozid zu starten. Zum Beispiel. Wie soll man sich das denn auch vorstellen, so einen Schweizer Faschismus? Wer sollte das denn überhaupt machen? Wir haben gar niemanden, der rhetorisch fit genug wäre, um die Massen in allen vier Landessprachen zu begeistern. Dann würde der Schweizer Diktator so vors Volk stehen und sagen... Ja, grüezi, ist dieses Ding an? Ja, hallo, also hallo Volk, also schön, dass Sie alle fünf gekommen sind, also... Wir haben uns überlegt, dass wir die anderen Völker nicht so super finden, weil sie sehen ein bisschen komisch aus. Sie sind so ein bisschen dunkler als wir und das gefällt uns nicht. Also ein paar von ihnen sind sogar noch heller als wir. Das finden wir eigentlich sogar noch gruseliger. Und sie riechen irgendwie speziell und das Treppenhaus riecht schon um 10.30 Uhr nach Zwiebeln, wenn sie kochen. Ich meine, ganz ehrlich, wer kocht schon um 10.30 Uhr Zwiebeln? Es ist einfach irritierend. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir die anderen Völker jetzt gerne töten wollen. Also nur wenn Sie auch Lust und Zeit haben. Nein, okay, gut, dann gehe ich wieder. Danke, ade. Schwierig, schwierig. Ja, das würde niemals funktionieren. Und ich bin ja auch froh darum eigentlich. Also ich bin froh um jeden Menschen, der sich nicht traut, sein innerstes Böses auszuleben. Da mache ich innerlich Freudensprünge. Okay, das ist jetzt natürlich übertrieben. Wie gesagt, ich bin Schweizerin, wir haben keine Emotionen, wir haben Geld. Immerhin. Okay. Okay, aber... Gut, aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann sagst du, die EU müsste zur Rechtspopulismusabwehr einfach auch viel höflicher werden. Nein, also zu viel Höflichkeit finde ich eigentlich auch nicht gut. Da wird man dann unentspannt. Ich merke schon auch, dass meine Höflichkeit mich manchmal selber einschränkt. Also ich habe oft Angst, dass ich in unangenehme Situationen gebracht werde, einfach weil ich nicht Nein sagen kann. Meine größte Angst ist, dass ich mal aus Höflichkeit heroinabhängig werde. Wenn ich so nachts am Bahnhof warte und dann kommt so eine magere, desillusionierte, irgendwie leerblickende, aber trotzdem leicht liebenswürdige, zitternde Cracknutte auf mich zu und bietet mir Heroin an. Ich weiß jetzt nicht, warum eine Cracknutte Heroin mit sich führen würde, aber vielleicht hat sie ja einen Volkshochschulkurs besucht. Du musst deinen Markt erweitern, Uppers und Downers anbieten und dann bietet sie mir Heroin an, dann sag ich nicht nein. Das ist so, wie wenn man an Ostern bei der Oma ist und sie bietet einem das dritte Stück Kuchen an und man will mega keinen Kuchen mehr. Aber es sind ihre letzten Ostern. Hazel Brugger, meine Damen und Herren, vielen Dank. Hazel Brugger.